Hallo und herzlich willkommen zurück zu Calvin and the Infamous Machine. Wir sind immer noch im dritten Kapitel hier, Smile heißt es, und wir müssen immer noch dem Herrn Da Vinci helfen, sein Gemälde fertig zu bauen. Ich habe immer noch irgendwie ein Problem. Und zwar, mir fehlt diese Wurzel da, diese Tentabell-Wurzel. Und hier, exakt dieses blöde Ding lässt mich da nicht ran. Und ich wollte eigentlich irgendwie hier... Ne? While I'm sure it'll eat the meat, I'm not sure that'll accomplish anything. Einen auf Freundschaft machen, aber irgendwie will es nicht. So, ich komme nicht dran vorbei und ich wollte eigentlich Rattengift haben. Tja. Wofür eigentlich, weiß ich nicht, ne? Ich dachte, um das Fleisch zu vergiften vielleicht, aber... Was haben wir denn hier noch? Ein Schild? Cemetery. Close enough. Kennen wir doch schon. Was ist das denn? I'm not going anywhere near that thing again without incapacitating it somehow. Was hat denn hier gerade so geblinkt? Cemetery. Close enough. I'm not. Komme ich da irgendwie mit der Hacke so dran? Kann ich dir Eier geben? I don't think egging it is going to improve our relationship. Tja. Keine Ahnung. Whoa, I never realized the moon was this old. Tja, so ist es halt nun mal. Also, was ist denn hier los? Ach, guck mal, jetzt ist hier irgendwie ein Dialog dazu gekommen. You got anything that could tame an angry plant? Is that monstrosity by the graveyard acting up again? You know about it? I created it. Accidentally, I admit. Spilled one of my most volatile concoctions on an innocent little weed. Then you gotta have something that can calm it down. Ja. I have pills that should soothe. Na, her damit. I'll take them. Very well. How will you be paying this? Gar nicht. Let me get back to you. Ja, das ist doch die richtige Frage. Can I use my store credit on those pills for the plant? Huh, I suppose that's fair. Na also. Here you are. Kann ich jetzt das Fleisch vergiften? Sleeping pills and meat. Na also. Two great tastes that go great together. Na also. Und jetzt. Chew on this, you grumpy shrub. Dang, that thing's gonna be out for days. Also, jetzt aber mit der Hacke die Tentabelle ausgraben. I don't think that will work. Du kannst sie auch einfach so nehmen, genau. Das war die Wurzel und die Tentabelle, die geht gerade ein. Wurzel, Feder, Knochen, vielen Dank. So. Jetzt aber hier, bitte. What would I want that for? Du musst doch. I'm here on the Duke's behalf. He demands this brown dye for his new couch. He what now? Let me see that. If the Duke wants this made, tell him to sign it the way he always does. No exceptions. See you later. Huh? Yes, fine. Aber das haben wir doch schon probiert. Der unterschreibt das doch nicht. Mensch. Genau, du pennst jetzt nochmal eine Runde und lässt mich einfach in Frieden. Probier das doch jetzt nicht nochmal. Also ich glaube, ich muss erstmal diese beiden Kerle da hinten irgendwie noch hier... Irgendwas ist doch da noch. Die wollen doch da raus. Und da gibt es einen Kanalschacht. Muss doch irgendwas gehen. I feel like there's a joke in here somewhere. Why, Groblu, I believe he's referring to you. Nein, das will ich nicht hören. Nein, das will ich nicht hören.
Ihr habt das auch schon gehört. Was ist mit dir? Du schläfst immer noch, gell? Sleeping on the job. Finally, somebody in this century I can relate to. Ja, jemand muss den Zentauren aufhalten. Stop that. Centaur. Oh snap, sounds like there's a fugitive on the run in Dreamland. Okay. Why do we need to stop the centaur? Guck mal, was da für schwachsinnige Dialoge noch kommen. Meatballs. Ja, klar. Just some meatballs? That doesn't sound like a big deal. My meatballs. Ja, das ist ja tragisch. Aha! Then it's revenge! The plot thickens! Geht da nochmal was? I have a plan. Let's chase the centaur from different sides and corner him. You do it. I'm polishing pants. Genau. You're polishing your pants? Nobody polishes pants. Das glaube ich aber auch. Stop criticizing my lifestyle. Das ist aber auch ein bisschen schrill, oder? Fine, I'll do it myself. I caught the centaur. I put him in a paddock with a magic force field. Wrong. Centaur. Gib mich das weiter. What? How many centaurs are there? Einen ganzen Haufen wahrscheinlich. Apparently, at least two. Guy isn't even awake and he's sassing me. I'm out of ideas here. This dream centaur is dream tricky. Das Loch gibt's nicht mehr, okay. Es kann ja nichts mehr mit irgendwas zu tun haben hier, außer mit den Eiern. No, I'd rather not. I'm not sure how those go together. I'm not too keen on jumping into a sewer right now. Aber ich kann doch echt sonst hier nichts machen, oder? Kann ich die euch geben? I don't think that will work. Kann ich sie dir geben? I'm not sure how those go together. Das merkst du erst, wenn du so weit gelaufen bist. Ah, ja. So what's the story? Did you guys beat up a troubadour? How'd you guess? Pay no attention to my ordinary pumpkin of a colleague. The Duke has jailed us because he has grown tired of our incessant bickering. Apparently, we're supposed to be funny. Who knew? I'm not too keen on jumping into a sewer right now. Das hilft ja alles nicht weiter hier. Wenn ich nochmal mit euch rede, kommt noch was anderes jetzt. When are you getting out? According to the Duke, once we've reconciled our creative differences and agreed to work together. So, you know, never. Unless, of course, an enterprising young hero were to, break us out. Sounds risky. What's in it for me? I'll let you borrow the suit. Danke, yeah, nein. I'll pass. Are you quite certain you aren't willing to free us? Not to be overly dramatic, but if I go to jail, the universe will actually end. Yeah. Hey, it's not all bad. I made some of my best friends in jail. Imagine my surprise. Und wie soll ich euch da rausholen? Kann ich euch die Hacke geben und ihr macht was damit? I'm not sure how those go together. Ja, auf jeden Fall nicht mit brauner Farbe. Was ist mit den Eiern? I don't think that will work. Keine Ahnung. Wie soll ich die da rausholen? Kann ich die der Wache irgendwie ins Gesicht werfen?
I'm not sure how those go together. Und dem Kerl hier, der mein Rezept nicht unterschreiben will, aber da komme ich nicht dran, ne? You again. Can't this... Da komme ich nicht ans Inventar, ne? You again. How do I know for sure you're not the Duke? You cannot be serious. I can and I do. That squinty guard over there taught me a thing or two about suspicion, and I suspect you. Okay, fine. You know what? You got me. I am the Duke. Really? No. Now stop asking already. Okay. Guck mal. What? What are you doing? Are you sick? About to throw up? Is there something on my face? You're trying to get me to say I'm the Duke, aren't you? Aha! I knew it. You really are a singular kind of stupid. Nervt ein bisschen. You again? Can't this wait until tomorrow? Could I get you to notarize this formula? The alchemist won't make it for me otherwise. That depends. Is it critical? Care to explain? Nicht schon wieder? If we die, the armies you see? Idiot! Also kann ich den nochmal anstarren. You again? What? What are you doing? Are you sick? About to throw up? Is there something on my face? Kann ich ihm am Ende noch die Eier ins Gesicht werfen? The Duke, aren't you? Aha! I knew it. You really? Nein. Komm dann nicht ans Inventar ran. Das üben wir nochmal. Conduct your business and move along, citizen. I'm watching you. Okay, dann üben wir es nicht nochmal, alles klar. Hast du noch einen Dialog für mich? So, you got a big shovel collection? You think just because I dig holes for dead guys, that I collect shovels? How boring of a human being do you think I am? I got extreme. A soft side too, you know. Grave digging ain't exactly soup for the soul. Na gut, den Rest kennen wir. Toodles! Der blöde Rabe, der ist jetzt auch uninteressant. Die Wurzel haben wir. Wie kriege ich denn das Ding unterschrieben? Am Alchemisten kriegt das Rattengift ja nicht. Ich krieg die tote Ratte nicht. Ich krieg die Schlange auch nicht. Was ist hier noch? Die Leiche. I'm not sure how those go together. Einfach mal machen. Not looking under there. No way, no how. Okay. Aber hier war sonst nichts, außer das Igitt hier vorne. I'm not sure how those go together. Ich auch nicht. So, Arbeitstisch. Was ist denn mit dem? All this stuff looks fragile and half finished. Farben. Eier bemalen, jawohl. Ist ja auch eine doofe Idee. Alright, let's Easter these up. Okay, na gut. Aber was will ich mit denen denn dann? Ob die jetzt bunt sind oder nicht, das gibt jetzt für mich gerade keinen Sinn. Oh, wie schön. Hm? Ich habe in der Tat jetzt bunte Eier. They're still cracked, but now they're downright festive. Kann ich die oh, no. Not looking up. Bei unserem Da Vinci auf den Tisch stellen? Ich wüsste zwar nicht wieso, aber fragen wir mal. Nein. Frühstückseier, die fehlen noch, oder? I don't think that will work. Alles klar. Das ist die hässlich, die alte. So, was machen wir denn dann jetzt? Kann ich euch mit bunten Eiern bestechen? Hm? No, I'd rather not.
Kann ich dich mit bunten Eiern bestechen? I'm not sure how those go together. Ach komm. See you later. Das hatten wir schon. Yeah. Da ist nichts Neues mehr zu bereden. Können wir mit euch nochmal quatschen? Hey, do either of you know? Wait your turn. I'm not cutting ja. Oh. Ja, alles klar. Ich gehe ja schon, das kürzen wir ab. Ihr wollt ja nicht mit mir reden. Magst du bunte Eier? No, I'd rather not. Wer will denn hier bunte Eier haben? Ich bitte euch. Könnt ihr damit jonglieren mit bunten Eiern, ihr komischen Clowns? Irgendwer wird doch hier meine bunten Eier haben wollen. Oder du vielleicht. Hier, du. I'm not sure how those go to... No, I'd rather not. Ich schmeiß jetzt in die Kanalisation. I don't think that will work. Und du, willst du bunte Eier? No, I'd rather not. Und hier hinten kommt ja gar nichts mehr. Also. Fassen wir mal zusammen. Die drei Dinge brauche ich für dieses Rezept. Das ist die Blaupause, die ist unterschrieben, aber wofür? I don't think that will work. Dem Schmied mal geben. I'm not sure how those... Probieren wir das mal. Vielleicht kann ich damit die beiden hier befreien, wenn das Ding gebaut ist. Wahrscheinlich ist es genau das und es ist so einfach und ich bin nicht vorher drauf gekommen. Ich sehe euch schon wieder facepalmen. Baut das Ding. No, I'd rather not. Okay, gebe ich jetzt dem Da Vinci das Ding und lasse es ihn selbst bauen? Vielleicht hilft das noch irgendwie. I think he'd be angry if he knew I got into his secret lab. Yo, aber irgendwer muss das Ding noch bauen. Du vielleicht, du dusselige Pute. No, I'd rather not. Nee, du kannst nichts als gut aussehen. I thought I told you to stay out. Ich werd's jetzt jedem andrehen. I thought I told you to stay out. Nee. But I'm a promising new culinary genius with everything to prove. And I'm a surly old soup lady with a steak knife. Alles klar. Ja, ich lass dich in Ruhe. Kann ich dir die Eier wieder zurückgeben? I thought I told you to stay out. Nein. Nein, ich kann da drin nichts machen. Kann ich die Eier auf die Staffelei schmeißen? Die gibt's aber nicht. Also, willst du bunte Eier haben? No, I'd rather not. Jetzt hänge ich so ein bisschen fest, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil jetzt fehlt doch die zündende Idee gerade. Kann ich die Blaupause hier an dem Arbeitstisch selbst basteln? Geht das vielleicht? I don't think that will work. All this stuff looks fragile and half finished. Ja. Du? I'm not sure how those go together. Wer weiß das schon? Nice snake. Even nicer jar. Don't touch that. Is it? Ja. It's my... Jetzt hänge ich fest. Der Mond bringt mich auch nicht mehr weiter, die Taube. That is one mean looking bird. Kann ich dir hier Eier drauf
legen, dass du brütest. Willst du die Eier? Irgendjemand muss doch die Eier wollen. Ein Ofen, kann ich sie kochen? Oh, jetzt nervt's langsam. Was kann ich mit dem Ofen denn anstellen? Das Rezept verwenden. I don't think that will work. Hier habe ich nichts verpasst. Was ist mit dem Ofen? Der muss ja auch noch eine Funktion haben, sonst wäre er nicht da. No, I'd rather not. Mal nochmal das Rezept, ob ich das irgendwo, ob ich da irgendwie noch die Sachen verarbeiten muss. Feder in den Ofen, okay. Probieren wir das mal hier. I think I'm gonna need the alchemist's help with this. Boil one raven feather to create base darkening agent. Okay. Kochen, die Feder kochen, ja, würde ich gerne tun. Add sliced tentabell root as needed to achieve desired brown hue. Mix in ground femur to enhance bonding properties. Ich habe nur die Sachen, ich habe nichts in der Tat hier von den Endstufen. Dachte, ich könnte die selbst jetzt kochen, aber gut, dann ist es halt nicht so. Ich starte dich nochmal an. You again. What? What are you doing? Are you sick? About to throw up? Is there something on my face? You're trying to get me to say I'm the Duke, aren't you? Aha! I knew it. You really are a singular kind of stupid. Was kann ich mit der Schlosstür alles benutzen? Die Hacke? I don't think that will work. Die Eier? I'm not sure how those go together. Ich auch überhaupt nicht. Tut mir leid, Kelvin, tut mir leid. Hier geht's nicht hoch. Willst du meine Eier? Um Gottes Willen, der Satz tut mir leid, Leute. I don't think that will work. Nichts, das Fass? It's amazing this barrel is still in one piece. Kann ich hier die Eier irgendwie noch schön auftrapieren? Also, mich quälen jetzt zwei Fragen. Wer baut mir die Maschine und wieso und wann? Was mache ich mit dieser Blaupause? What else do you want? I've already let you through. Gehst du zum Schmied und lässt sie mir bauen, bitte? I don't think that will work. Ich habe keine Idee. Und dann gibt es jetzt heute eine kürzere Folge, liebe Leute. Und, ja, ich habe jetzt... Ja. Will keiner wissen. Ich habe gerade überhaupt keine Idee. Die Tentabell gibt's noch. Willst du die Eier? I'm not sure how those go together. Das weiß ich auch nicht. Und ich habe doch schon mal gesagt, man muss hier eigentlich logische Dinge miteinander verknüpfen und nicht irgendwelchen Mist. Deswegen verstehe ich es nicht ganz. Schmied. Gibt das, sind das zwei oder ist das nur einer? No, I'd rather not. Nee, also, da habe ich jetzt keine Idee. Wir machen heute mal 5 Minuten früher Schluss. Und ich muss nochmal in mich gehen. Und ja, dann schauen wir mal, wie das morgen weitergeht hier an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann, euer Matze.